Kodala, was machst du da? Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit dem Kodala und mir, dem Dagi-LP. Aber Kodala, darf ich jetzt wieder auf meinem Stuhl sitzen? Es ist voll nett, danke dir. So, dann komm mal her. So, schon viel, viel besser. Und jetzt nochmal von Angesicht zu Angesicht. Hallo und herzlich willkommen, Leute. Wir werden heute eine sehr, sehr spannende Aufgabe übernehmen, die mit Professor Snape zusammenhängt. Darauf freue ich mich persönlich schon sehr, weil, naja, es ist Professor Snape, Leute. Und es ist vor allem auch die finale Aufgabe von Kapitel 17. Ein kurzer Blick hier auf die Aufgabenliste zeigt uns das. Deswegen will ich auch gar nicht lange um den heißen Brei reden. Das werden wir natürlich heute in der Folge machen. Allerdings stellt sich noch die Frage, welche andere Aufgabe? Ja, dreimal dürft ihr raten, Leute. Wir haben immer noch diese Nebenquest hier mit Diego. Genau, der Gute möchte mit uns beim Tanzwettbewerb teilnehmen. Ich habe gar keinen Bock, aber da müssen wir wohl durch. Und ich würde sagen, machen wir das mal, weil es sind nur noch zwei Aufgaben in dieser Quest. Und von daher, let's go. Was machen wir denn hier? Freischalten, genau. So, let's go. Ach, wir sind schon da. Ja, habe ich schon mal gesagt, let's go. Hallo, Diego. Oh, mit wem redet Penny denn da schon wieder? Wer ist das denn jetzt schon wieder? War sie nicht mit André auf der Tanzparty und jetzt hängt sie mit diesem ollen Typen da rum? Und warum läuft Merula ausgerechnet da im Hintergrund durchs Bild? Merula, wo gehst du hin? Na, keine Ahnung, ist ja auch egal. So, da ist Diego. Will noch jemand mit mir reden? Hallöchen? Nö, niemand. Okay, dann wollen wir mal. Daniel, hast du irgendwelche Tanzzauber für uns gefunden? Leider nicht. Professor Flitwick und ich haben fast all seine Bücher durchgeblättert. Fast alle? Dann besteht also die Chance, dass wir etwas übersehen habt? Dann müssen wir nochmal nachsehen. Diego, wir brauchen die Bücher nicht. Aber wenn wir keinen Vorteil haben, verlieren wir vielleicht. Diego, warum bist du so besessen davon zu gewinnen? Zuerst ging es nur um das Tanzen. Was ist passiert? Daniel! Ich habe dir schon einmal gesagt, dass du mir vertrauen kannst und das gilt immer noch. Du hast recht, Daniel. Du hast es verdient, es zu erfahren. Zuerst habe ich mir keine Sorgen darum gemacht, ob wir gewinnen werden, weil ich mir so sicher war. Aber? Aber seitdem ich weiß, dass André und Penny auch teilnehmen, mache ich mir Sorgen, dass wir verlieren werden. Und wenn wir verlieren... Komm schon, Diego, du kannst mit mir reden. Ich dachte mir, wenn wir gewinnen, dann sehen mich die Leute in einem anderen Licht und wollen wieder mit mir befreundet sein. Nein, das kann ich dir direkt ausreden, das wird nicht so sein. Ich befürchte, dass mich alle als Verlierer sehen werden, wenn wir verlieren. Das ist ein, ja, relativ einleuchtend, oder? Ich meine, ein Verlierer ist jemand, der verloren hat. Das hast du gut erkannt, Diego. Als miesen, untalentierten Verlierer. Diego, niemand wird so über dich denken, außer ich. Woher weißt du das? Das weiß ich, denn du bist Diego Kaplan, der zweitbeste Duellant in Hogwarts und Ausnahmetänzer. Dir fehlt nur eine Sache. Coolness und ein bisschen Mary Sue-Haftigkeit, wie ich sie habe. ist das so? Ja, das ist so. Dein Selbstvertrauen. Aber das können wir mit einer Partie Koboldstein wieder richten. Natürlich können wir das. Klar, Koboldstein. Immer das Beste für Selbstbewusstsein. Leute, also ihr wisst Bescheid, immer schön Koboldstein spielen, wenn ihr Selbstbewusstsein haben wollt. Ja, genau. Dann wollen wir mal. 300 Münzen, ja, das kann ich mir leisten, Leute. Ich bin Bronze. Ich weiß nicht, ob mein Selbstvertrauen bei einer Runde Koboldstein wiederfinden werde. Bla bla bla. Ich habe ein Wort, glaube ich, nicht mitgelesen. Ja, das kann sein. Ich befürchte, dass ich nie wieder derselbe sein werde. Gut, dein bisheriges Ich ist furchtbar. Warte mal, wie gut ist der gelevelt? Ist der schlecht gelevelt? Probieren wir es aus, Leute. Gut, dein bisheriges Ich ist furchtbar. Was bringt... Oh, er ist gut gelevelt. Oh, scheiße, ich darf keine falschen Antworten geben. RIP. Kodala, warum sagst du mir denn, ich soll solche Antworten geben? Das ist ziemlich unfair. Okay. Kann mich überhaupt jemand leiden? Die Meinung der anderen ist unwichtig. Ich kann dich leiden und andere Leute ebenfalls. Ja, dann nehmen wir mal das, Leute. Okay. Ja, blöd, Mann. Ich dachte, ich kann jetzt wieder mit Scherz antworten hier. Ja.
rumwerfen. Aber er ist gut gelevelt, wir können uns leider keine Fehler erlauben. Oder nicht mehr als einen. Ich befürchte, dass ich nie wieder derselbe sein werde. Veränderung ist normal, kein Problem, ich werde dir helfen. Ja, also Leute, wir sollen ihm einfach nur gut zureden, ihm sagen, dass wir ihm helfen werden und dann läuft das Ganze hier. Dann läuft der Hase. Ich weiß nicht, Daniel, ich fühle mich schon besser, aber immer noch nicht besonders selbstbewusst. Keine Sorge, Diego. Du brauchst nur eine Erinnerung daran, was es bedeutet, an dich zu glauben. Warum habe ich eigentlich nicht diese Sache getestet, indem ich einfach was Richtiges angekreuzt habe? Ich meine, ich sehe an den Zusatzpunkten, dass... Ja, egal. Was ist, wenn wir uns zum Narren machen? Dann machen wir uns wenigstens gemeinsam zum Narren. Ah, Mann, oh, okay, das ist jetzt kritisch. Ich habe nur noch zwei Fragen und, das könnte hauchdünn knapp reichen. Findest du den Duckshuffle albern? Er ist furchtbar, das ist der beste, das ist der beste Tanzschritt aller Zeiten, natürlich. Oh Gott, Leute, bitte, 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 ich will nicht nochmal die ganze Scheiße durchziehen, bitte nicht. Okay, das wird echt knapp. Was ist, wenn wir uns zum Narren, das habe ich dir schon gesagt, wir werden einfach umwerfend aussehen. So. Kommt schon, Leute, drückt die Daumen. Ich will das nicht nochmal machen. Ich will das nicht nochmal machen. Ich will das nicht nochmal machen. Nein! Och komm, okay, Leute. Wir haben ihn leider nicht überzeugt. Dann würde ich sagen, machen wir es nochmal. Ja, komm, hier, komm, Kollege. Ich habe die erste Frage leider falsch beantwortet. So, ich werde dir helfen. So, bla, bla, bla. Genau. Ich werde das jetzt auch nicht mal vorlesen. Mann, da wollte ich mir einmal einen Spaß erlauben und da geht's direkt nach hinten los, ey. Nein, niemand. Nein, niemand. Oh, scheiße! Okay. Ich glaube jetzt, aber ich kann es noch schaffen, glaube ich. Ich wollte die richtig beantworten. Okay. Egal, Leute. Ich habe letztes Mal einen Fehler und einen halben Fehler gemacht. Wenn ich jetzt nur einen Fehler mache ohne einen halben Fehler, müsste es ja eigentlich reichen, oder? So glaube ich. Wir werden einfach umwerfend aussehen. Ja, jetzt kriege ich nochmal zwei Punkte dazu. Das könnte klappen, Leute. Das könnte klappen, das könnte klappen. Komm schon. Komm schon, wir schaffen das. So, nochmal zwei extra Punkte, genau. Und jetzt haben wir immer noch zwei Fragen. Das kann klappen. Das ist der beste Tanzschritt aller Zeiten. Natürlich. Ja, genau. So, 10 Punkte nochmal. Ja, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Ja, komm, laber mich nicht voll. Wenn du meinst, dass er der Beste ist, du hast recht, das sollten wir tun. Überhaupt nicht, wir werden gewinnen. Wir sollten ein bisschen, nein, wir werden gewinnen. Oh, ja, nice, okay. Hui, ja, doch noch geschafft, Leute. Ich dachte, jetzt verlieren wir ein zweites Mal. Das wäre peinlich gewesen, weil ich diesmal mir Mühe gegeben habe. Danke, dass du das für mich tust, Daniel. Ich fühle mich, als könnte ich es mit der ganzen Welt aufnehmen. Nein, so krass solltest du dich jetzt auch nicht fühlen. Einsammeln. Ich fühle mich hervorragend, wunderbar, einfach umwerfend. Das ist der Diego, den ich kenne. Und das habe ich dir zu verdanken, Daniel. Ich habe nur eine Erinnerung daran gebraucht, wer ich bin. Diego Kaplan, der zweitbeste Duellant in Hogwarts. Vergiss nicht den Ausnahmetänzer. Los, Daniel, wir haben einen Tanzwettbewerb zu gewinnen. Auf in die drei Besen. Okay. Ja, Leute, das bedeutet, wir haben nur noch eine einzige Aufgabe in dieser Nebenquest. Und, gratis Energiepunkte, die nehme ich natürlich gerne. Danke, Spiel. So, genau, wir haben nur noch eine einzige Aufgabe dabei. Und das ist dann der Tanzwettbewerb selber. Zum Tanzwettbewerb gehen. Es geht los, liebe Teilnehmer, bitte versammelt euch in den drei Besen. Werden wir machen, Leute. Aber dann erst nächste Woche. Weil, ja, weil wir abwechselnd immer wieder unterschiedliche Aufgaben machen. Bin sehr gespannt. Oder vielleicht machen wir es auch nächste Folge. Muss ich mal gucken, weil hier Quidditch-Training. Mal schauen. Kann auch sein, dass wir das nächste Folge machen, Leute. Ihr werdet es ja sehen. So, nochmal ein paar. Na gut, die kann ich eh nicht einsammeln, ne? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Professor Snape und gucken mal, was uns hier erwartet. Und ja, was der gute Kerl uns alles erzählen wird. Und so weiter. Let's go. Hallo, Prof. Och nee, ey, komm schon, ernsthaft? Was macht der Vogel denn jetzt hier? Professor Snape, Sie lassen ernsthaft Ben in Ihren Klassenraum, während Sie selber da drin sind? Sind Sie lebensmüde? Ich habe keine Lust, mit Ben hier zu sein. Der wird bestimmt gleich wieder reden. Professor Snape, ich habe den Bundimum-Schleim für das Doxizid gesammelt. Immerhin sind Sie nicht völlig unfähig. Ah, ja, da kommt der Richtige. Hi, Daniel. Hi, Ben. Was machst du denn hier?
Ciara hat mir von dem Doxy-Problem erzählt. Ich dachte mir, ich helfe mit. Wenn Sie beide mit Ihrem müßigen Geschwätz fertig sind, sagen Sie mir den ersten Schritt, wenn man Doxy zieht, braut Mr. Cooper. Den Bundimoment schleimen und den Schleim in den Kessel geben. Zügig umrühren. Richtig. Gut gemacht, Ben, du Vogel. Und nachdem Sie den Bundimum-Schleim dazugegeben haben, Granger, was tun Sie als nächstes? Gehackte Drachenleber dazu, Strehlerhäuser dazugeben, Wüterich-Essenz dazugeben. Wüterich, weil das letztens mal gesagt wurde, dass das eine Zutat ist. Oh Gott, wir haben keine Wissenspunkte dazu bekommen, Leute. Das sieht schlecht aus. Normalerweise kriegen wir Wissenspunkte, wenn wir was richtig beantwortet haben. Ich gebe Wüterich-Essenz dazu. Falsch. Ich nehme alles zurück, was ich über Ihre Unfähigkeit gesagt habe. Tut mir leid, Professor Snape. Mr. Cooper? Ich zermahle die Strehlerhäuser und gebe sie in den Kessel, Streber. Geh weg. Wieder richtig, Mr. Cooper. Etwas fähigere Aushilfen wäre mir zwar lieber, aber ich muss mit Ihnen beiden Vorlieb nehmen. Lassen Sie uns das Doxizid brauen. Alles klar, Leute. Dann wollen wir mal... Ja, 3 Stunden Ahoi. Übrigens, als kleines Schmankerl am Ende der Folge, ich würde gleich gerne nochmal ein paar Schokofroschkarten mit euch kaufen, weil, naja, seht mal auf mein Geld, Leute, ich habe 12.000 Tacken, es läuft aktuell wieder ein Schokofrosch-Event mit 9 freigeschalteten Karten, zum Beispiel Ulrich, der komische Kauz und so weiter und so fort. Und ja, da das sehr viele Energiepunkte bringt und ich natürlich auch die Belohnungen einsacken will, werde ich mir gleich auf jeden Fall noch das ein oder andere Paket kaufen, also nach der Folge ein kleines Pack-Opening Schokofroschkarten. Bin mal gespannt, Leute. Also ich hoffe auch an Hogwarts Mystery gerichtet, falls Sie hier gerade zuschauen, worüber ich mich sehr freuen würde, dass dieses Schokofrosch-Prinzip noch ein bisschen erweitert wird, dass es halt eine große Fülle an verschiedenen Schokofrosch-Karten gibt, am besten so über 100 oder so, mit verschiedensten Hexen und Zauberern, meinetwegen auch selbst erfundene, wenn es nicht anders geht, aber naja, irgendwie, dass man so ein Sammelalbum hat und dass man irgendwie auch, dass einen das Sammelfieber packt. Ich glaube, das wäre in so einem Spiel richtig cool. Und irgendwie würde das auch die Folgen und so aufwerten. Und man könnte Pack-Opening-Livestreams machen. Also könnte man auch jetzt, aber jetzt gerade macht das noch nicht so viel Sinn. Aber mit dem Prinzip, den ich gerade erklärt habe, könnte es durchaus sehr viel Sinn machen. Ich wäre auf jeden Fall dafür, Leute. Ihr auch? Schreibt es in die Kommentare. So, nochmal riechen. Und damit haben wir diese Aufgabe gemeistert. Sehr schön. So, nochmal ein paar Münzen und einsammeln. Hervorragend, das Doxizid ist fertig und wir können endlich die Doxy-Plage beseitigen. Sieht aus, als hätten wir genug davon. Diese Portion ist kräftig genug, um die Doxy-Königin zu neutralisieren und sonst nichts. Die Doxy-Königin? Verzeihung? Sind Sie bei allen Lehrern so ahnungslos oder habe ich einfach nur besonderes Pech? Das war eine rhetorische Frage. Es ist mir egal. Eine Doxy-Plage bedeutet normalerweise, dass sich irgendwo eine Doxy-Königin befindet. Ich verstehe. Sämtliche Vorbereitungen sind umsonst, wenn Sie die Doxy-Königin nicht entfernen. Nun, ich möchte meinen Freunden helfen und die Schule retten. Darum muss ich sie sofort aufspüren. Wenn ich nur wüsste, wo ich anfangen soll. Oh, hallo Ciara. Was ist denn mit dir los? Warum rennst du denn so? Daniel, wir müssen uns unterhalten. Was ist los, Ciara? Wurden etwa noch mehr Leute von Doxys gebissen? Ja, aber deswegen bin ich nicht hier. Es wurden Doxys in Peeves Zimmer gesichtet. Wir müssen uns beeilen, wenn wir sie einfangen wollen. Geh vor, Ciara. Wir dürfen nicht zulassen, dass noch mehr Leute von den Doxys gebissen werden. Wenn wir Glück haben, finden wir vielleicht die Doxy-Königin und dann kehrt wieder ein normales Leben in Hogwarts ein. Normal. Normal. Ja, Leute, Kapitel 17 abgeschlossen. Eine Doxy-Plage. 350 Münzen, 2000 Erfahrung und einsammeln. Kapitel 18. Lang lebe die Doxy-Königin. Du hast eine Portion Doxizid und einen Hinweis darauf, wo sich die Doxys aufhalten. Jetzt musst du der Plage nur noch ein Ende bereiten. Starten. Okay, Leute. Ihr habt's gehört. Zu Peeves Zimmer gehen. Okay, lass uns zu Peeves Zimmer gehen. Ich glaube, er ist gerade nicht dort.
Ja, wollen wir mal eben schauen, Leute. Oh, sogar 6 Aufgaben hat diese Story. Alles klar. Und wieder einige neue Lektionen. Okami, oh, cool. Und Gründung von St. Mungo, das ist auch spannend. Das heißt wahrscheinlich auch bald, dass der Okami freigeschaltet wird, was ich sehr cool fände. Ja, Leute, aber wie versprochen, gehen wir jetzt mal kurz aus dem Klassenzimmer raus, um direkt jetzt nämlich ein paar Schokofroschkarten und was ist jetzt los? Warum war das gerade so Karo-mäßig? Egal. Hervorragend, ja, erstmal hier Bücher einsammeln, das ist wichtig, Leute. So, genau, wir sind nämlich hier ein Level abgekommen, hier beim Hippogreif-Club. Aber das ist nicht das, was ich machen wollte. So, das, was ich nämlich machen wollte, ist erstmal hier auf das Bild klicken, was gar nichts bringt, okay. Wie komme ich nochmal zu den Schokofroschkarten? Hier, ne? Genau. So, Schokofrosch, Schokofrosch, Schokofrosch. Ich kaufe mir jetzt ein Paket für 3250 und wir hoffen jetzt mal, dass da was drin ist, was ich brauche. Nee. Ist halt einfach nichts Gutes. Egal, ich krieg nochmal 10 Energiepunkte. Aber ich will was Neues haben, Leute. Ich will Dippet haben. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Also, für Dippet, Leute. Öffnen. Das ist Ulrich, der komische Kauz. Das ist dieser olle Typ und das ist eine andere olle Typin. Okay, immer noch nicht Dippet. Aber immerhin eine Figur, die wir noch nicht hatten. Wie viel Geld haben wir eigentlich noch? Kommt, noch ein Paket. Ja, noch ein Paket. So, Leute, drückt die Daumen. Los, drückt die Daumen. Dippet, kommt schon. Dippet, Dippet, Dippet. Nein, kommt schon. Ja, Dippet. Oh mein Gott. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Jetzt brauchen wir nur noch Mace Windu und dann haben wir es, ja, dann kriegen wir hier diese 3 silbernen Bücher. Und nochmal 10 Energiepunkte. Nice. Soll ich, warte mal, wie viel Geld habe ich jetzt noch? Oder warte, wir verkaufen einfach mit Schriftrollen. Habe ich noch genug Schriftrollen? Ja, wir haben noch genug Schriftrollen. Los geht's. Mace Windu, komm schon, Mace Windu. Mace Windu, komm schon. Ja, Mace Windu, wir haben es geschafft. Lol, das ist doch die aus Game of Thrones. Wer ist das? Die ist neu. Ignatia Wildsmith. Eine begabte Hexe und Erfinderin des Flohpulvers. Gab's über die schon ein Faktenvideo? Voll geil. Solche Karten meine ich, Leute. Das ist spannend. So, einsammeln. Und damit haben wir auch Mace Windu freigeschaltet, kriegen die 3 silbernen Bücher, einsammeln und haben damit die erste Eventsammlung auch abgeschlossen. Ja, das hier brauche ich eigentlich nicht, aber gibt's hier irgendwelche neuen? Ja, nur diese, ne? Ja. Ja, Leute, das war doch schon mal erfolgreich. In der Hoffnung, dass euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo hier an der Seite. Und ja, dann sehen wir uns wieder am Sonntag um 16 Uhr zu einer neuen Folge von Hogwarts Mystery oder davor zu anderen Videos oder zu Livestreams. Genau, ihr wisst das. Leute, habt einen schönen Tag und macht's gut. Ciao, Leute.